Wir haben heute das erste offene Taiji-Chuan-Training absolviert für die Swiss Wushu Federation. Wir haben am Anfang aus den verschiedenen Stilen Chen, Yang und Sun Basisübungen gemacht, gemeinsam. Und so ein bisschen die Unterschiede herausgearbeitet von den verschiedenen Stilen. Wir haben ein paar theoretische Sachen angeschaut, wie Weisanke, Neisanke, Liuche, also die sechs Harmonien. Zurück. Senken, Schritt zurück. Bei diesen Bewegungen, ob Chen, Yang oder Sun-Stil, ist wichtig, dass ihr die drei äußeren Verbindungen einhaltet, mit der Verbundenheit. Dass ihr nicht aus der Struktur fällt. Ein bisschen flinker und Schritte kurz. Und wir haben im zweiten Teil des Trainings in zwei Gruppen geschafft. Die eine hat die neue Chen-Stil-Pflichtform angefangen, die eine Gruppe, und die andere Gruppe hat sich für Chen-Stil, Kurzform von Wang Xian entschieden, dass sie die zwei Sachen trainiert haben. Die mit der Kurzform haben fertig gemacht und die, die die Pflichtform angefangen haben, die sind jetzt mit einem guten Stückchen vorangekommen, aber da ist natürlich noch einiges offen für die künftigen Trainings. Erik, du bist ein alter Camper in der Kampfkunst, seit Jahrzehnten dabei, bist jetzt das erste Mal in einem Verbandstraining gewesen. Wie hast du da den Eindruck gehabt? Das war für mich eine sehr spannende Horizonterweiterung. Also ich finde auch, wenn man lang dabei ist, sollte man immer wieder auch ein bisschen auffrischen, ein bisschen schauen, was aktuell läuft, international und national. Und von dem her habe ich das sehr als Bereicherung empfunden. Los, ist gut. Auf Kamen mit
Telefon, Daniela, du bist ja schon mehrjährig dabei in den Wangxian Chen-Stil-Seminar. Jetzt hast du eine Pflichtform angefangen. Was sind für dich die charakteristischen Unterschiede? Man sieht gut die verschiedenen Einflüsse der anderen Formen. Also ich habe mal angefangen mit der Laojia Yilu und habe weitergemacht mit der Pao Chui. Und dann habe ich auch aus Neugier beobachtet, dass es sonst noch eine Form gibt. Und in der Wettkampfform sieht man echt gut so die Verbindungen und auch ein Stück weit Schwierigkeit. Ich habe die erste Wettkampfform einfach mir mal angeschaut mit den 56 Bildern und jetzt ist sie geschrumpft auf 36 und es ist auch eine Herausforderung, das dann so verdichtet wiederzugeben. Corinne, schon seit Jahren im Verband. Jetzt haben wir das erste Tai Chi-Training erlebt, das durch den Verband organisiert wurde. Was sind deine Eindrücke? Moi, je trouve, c'est déjà une très bonne idée de faire cet entraînement. Je trouve, ça rassemble un petit peu les gens des différentes écoles, ce qui manque peut-être un petit peu avant. Et puis, je trouve, c'est très positif. Et puis, je trouve, c'est une bonne équipe. Et puis, j'espère que pour la prochaine fois, on sera plus nombreux. Dann hast du also das Gefühl, dass man die Idee sollte unbedingt weiterverfolgen sollte? Moi, je trouve, c'est une bonne Idee. Et puis, on est parti sur une bonne base, oui. Merci. Merci. Es hat Spass gemacht. Ich hoffe auf weitere so erfolgreiche Trainings und wir freuen uns, wenn das da ist.